Hallihallo, warum erschreckt sich unser kleiner Tux so und warum ist das ein rauschwarzer Tag? Ja, Software ist up to date. Vor 5 Minuten erst überprüft, total up to date. Ist das wirklich so? Nein, ist es nicht. Nach meiner Erfahrung ist eben nicht so. Ubuntu sollte sich natürlich regelmäßig aktualisieren und man wäre der Meinung, man hätte die letztendlich aktuelle Version der zumindest systemkritischen Anwendung, zum Beispiel GUFW, ist eine grafische Benutzeroberfläche für die Firewall. Und die grafische Benutzeroberfläche der Firewall hat Fehler. Und über die Fehler habe ich schon berichtet. Obwohl jetzt gesagt wird, es wäre total up-to-date, haben wir hier immer noch die Version 15.04.0. Nun, gut zu erkennen, dass die Version nicht aktuell ist, ist, dass bei den Mitwirkenden nicht mein Realname bei den Mitwirkenden erscheint. Da habe ich nämlich ein bisschen mitgewirkt und habe da einige schwere Fehler gefunden und behoben. Gut, nicht gut, nein. Ich habe den Entwickler mal drauf angeschrieben. Das sind die Maintainer, die dafür zuständig sind, dass letztendlich das, was programmiert wurde, dann auch mal in der Distro, in den Repositories erscheint und das passiert hier in dem speziellen Fall im Moment nicht, obwohl das schon irgendwann im Januar mal gefixt wurde. Möchte ich hier mal demonstrieren. Firewall, ja. Diese Firewall hatte ja, wie gesagt, schon ein kleines Problem mit dem Export von Dateien in einem bestimmten Pfad, dass da zum Beispiel extern ausgeführt wurde. Heute plaudere ich über die nächste Sicherheitslücke von GUFW in der hier immer noch ungepatchten Version. Wie gesagt, eine aktualisierte Version existiert bereits, wird nur nicht hochgeladen, frühestens wahrscheinlich erst bei Ubuntu 15.10. Deshalb hier der Sicherheitshinweis. Gut, ich habe hier eine Firewall-Anwendung. Auf diesen Fehler, den ich jetzt zeigen werde, habe ich dem Programmierer schon hingewiesen und der ist schon längst behoben. Nur wird er hier nie gefixt, ja, durch die Aktualisierungsverwaltung. Deshalb zeige ich das mal. Gut, wir haben Regeln. Ich lege jetzt mal irgendeine Regel an, ja, zum Beispiel zulassen. Regelung, das ist eine Policy. Zulassen, ich sage jetzt mal verbiete eingehend und da könnte ich jetzt irgendwas Bestimmtes sagen oder erweitert oder kann hier ganz einfach einen Namen vergeben, Test, sage verbiete eingehend zum Beispiel TCP/IP Port 22, SSH verbieten. Gut, ganz normale Firewall-Regel hinzufügen. So, verweigern überall. So, jetzt habe ich mal diese Testregel angelegt. Bisher überhaupt kein Problem, das wird auch so ausgeführt. Problematisch ist, ja, ich exportiere das jetzt mal unter einem Namen, aber nicht in etc. GUFW App Profil, sondern in meinen persönlichen Ordner. Gehe ich mal Rechner, Home, direkt ran, dass ich nicht root bin, sondern nenne das Ganze Test. So, immer noch nichts passiert. Das ist ein Profil von GUFW, das man bei Bedarf auch wieder importieren kann. Gut, jetzt geht der Programmierer leider davon aus, dass das nur der macht, der diesen Rechner verwaltet. Das heißt, ich könnte mir aber auch ein Profil importieren, das jemand anderes vielleicht manipuliert hat. Und das wollen wir jetzt mal tun. Ich manipuliere mal. So, es könnte durchaus sein, dass ein unbedarfter Firewall-Admin so ein Profil sich mal aus einem Forum herunterlädt. Öffne mit Kate. So, und so sieht dann so ein Profil aus. Das ist eine Art INI-Datei. INI-Datei, Rule 0, also Regel 0, verweigere überall den TCP-IPort 22. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, was da drin steht. Spielt im Moment noch gar keinen. Gut. Also hier, das ist eigentlich das, was getan werden sollte. Policy, also Policy, also die Regel wäre verweigern. Jetzt schreibe ich aber ganz anders hin. Disable, was ist denn jetzt disable? Abschalten. Ja, gut, jetzt schauen wir uns mal UFW an. Das Programm, das jetzt die grafische Benutzeroberfläche verwalten soll und administrieren. Was ist denn UFW? Help.
So, und das hat natürlich viele, viele Möglichkeiten, was einzustellen. Was heißt denn Disable? Disable heißt Disable die Firewall. Ja? Gut, eigentlich habe ich jetzt eine Regel verbogen hier in der INI-Datei. Ich habe aus Erlaube oder Verweigern, aus Deny, einfach mal Disable gemacht. Ja? Das sollte ja eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Da müsste ich hier eigentlich wehren. Ne? Datei speichern. So. Was passiert, wenn ich das Ding jetzt wieder importiere? Gut, gespeichert ist es. Das könnte jetzt aus dem Internet heruntergeladen sein, aus einem bösartigen Forum. Testprofil. Ne? Gut, ich bin in meiner Firewall. Na, gut, jetzt lösche ich das hier mal. Ich entferne mal diese Regeln. Und diese Regeln. So, gibt's nicht. Also ich bin ein unbedarfter Firewall-Administrator, habe keine Ahnung von Firewall, denk, geh mal ins Internet und hol mir das coolste Firewall-Profil der Welt, importiere ich jetzt in eine Datei. Importieren. Gut, also Rechner, Home, Wegrenner. Und das ist jetzt das bösartige Profil, das manipuliert ist, wovon der ahnungslose Firewall-Admin ausgeht, dass das nett ist. Und ich sag mal, öffnen. Gut, hier ist noch das Profil, was zuletzt aktiv war, aktiv. Jetzt gehe ich mal auf Test. In dem Moment passiert Folgendes. So, was sehen wir? Sehen wir irgendwas Aufregendes? Nö, ne? Das ist doch genau das, was hier, ne? Ja? TCP, verweigern, so, alles vollkommen harmlos. Und die Firewall ist an, steht da. Ist das so? Ist es aber nicht so. Warum? Jetzt machen wir mal, ja, jetzt gehen wir auf Terminal. UFW minus Status. Ich muss, glaube ich, sudo schreiben, sonst wird das nichts hier. Sudo UFW Status Passwort. Ich glaube, ich muss das ohne Minus machen. Status inaktiv. Ja, Firewall steht da, aber ist an. Status, ja, gut. Auf diesen kleinen, aber nicht unerheblichen Bug im Programm habe ich mal hingewiesen. Kann man erkennen im Protokoll. So. Appending new rules. UFW disable. Das ist das Kommando, was letztendlich tatsächlich der Firewall UFW übergeben wird. Also nicht UFW deny, sondern UFW disable. Und da hört es schon auf. Mehr braucht UFW gar nicht wissen. UFW disable. Aber das Symbol ist immer noch an. Kleiner Bug. Warum ist das so? Ja, gut. Kann ich gleich mal kurz erklären. Gut, beim nächsten Start von der grafischen Benutzeroberfläche würde man das sehen, dann holt er sich die aktuellen Status. Aber der Status wird hier nicht angezeigt und es ist scheinbar nichts passiert. Nur im Protokoll könnte ein sehr aufmerksamer Admin sehen, dass die Firewall aus ist. Ja, gut. Warum ist es so? Ich habe da einen Fehler in der UFW Backend gefunden. CD, User und Share. Und hier ist immer noch die alte Version drin, wo das nicht gebugfixt ist. GUFW Model. So. Da bin ich jetzt drin und da ist die UFW Backend Pi noch in der alten Version, in der ungefixten Version. Nano UFW Backend Pi. Das ist hier noch die alte Version 15.4.0. Schön rot hier zu sehen. Gut, Steuerung finde. Steuerung, wo ist, muss ich sagen? Suche, Commands, Get, Status, Output. So, da gibt es also öfters mal diese Kommandos, Commands, Get, Status, Output, die in der neuen Version schon längst behoben sind und gegen Shell Command Injection resistente Kommandos ausgetauscht wurden, aber das ist hier nicht das, was ich hier in diesem Video zeigen will, denn das Problem hatte ich schon. Auch das da nicht, ne? Sondern das Problem ist hier, dass ich gefunden habe und dass ich dem guten Mann schon erzählt habe. Jetzt muss ich noch hier weiter, weil das kommt hier öfter vor.
dem guten Mann, der dieses Programm geschrieben habe, mitgeteilt habe, und der ist fast rückwärts umgefallen und hat das mittlerweile behoben. So, hier ist das Problem. Gut, dieses Kommando wurde mittlerweile sowieso schon gegen ein Shell-Command-Injection-resistentes Kommando ersetzt. Problematisch ist das hier. Ja. Gut, hier wird eine neue Regel aus unserer INI-Datei, unserem Testprofil, importiert. Und hier sehen wir das Problem. Hier wird die Regel einfach so übernommen und einfach da so eingesetzt. UFW ist das Programm, unser Firewall. Das hier ist das grafische Programm, da von der Quelltext. Und da werden einfach die Werte der INI-Datei, zum Beispiel Policity, also Deny oder Allow, hier eingefügt, ohne zu prüfen, was steht in dem Wert überhaupt drin, in unserer INI-Datei, in unserer importierten Datei. Und wenn ich da bei Policity Disable hinschreibe und Pre-Root und Insert ist nix, dann heißt das hinterher hier UFW Disable. Und wird dann mit Kommando gleich Commands Get Status Output Rule einfach an Kommando weitergereicht. Das Kommando wird einfach ausgeführt. Und hier wird nicht der Firewall-Status der grafischen Benutzerumgebung aktualisiert. Warum auch? Eigentlich soll das ja nur eine Firewall-Regel sein und nicht ein Kommando zum Firewall abschalten. Deshalb wird hier nicht überprüft, ist die Firewall an oder aus. Und da hier einfach die Werte der INI-Datei eingesetzt werden, zum Beispiel Policity, es könnte auch etwas anderes sein, wird der Wert von Rule, nämlich zum Beispiel UFW Disable, hier eingesetzt und als Kommando an die Shell übergeben, ausgeführt. Ja, das ist das Problem. Das habe ich schon längst gefixt. Haben wir schon längst gefixt, aber es kommt nichts. Wird nicht aktualisiert. Schade eigentlich. Wie gesagt, entweder aktualisieren auf Ubuntu 15.10 oder, wie ich schon mal im anderen Video gezeigt habe, die Firewall von Hand aktualisieren. Ja? Und dann gucken bei Hilfe über, ob in dem Mitwirkenden mein Name auftaucht, Bernd Dietzel. Und darin hat es den Bug nicht mehr. Wie gesagt, schuld daran ist nicht der Programmierer der Firewall. Dem habe ich längst den Bug persönlich mitgeteilt. Haben wir auch unter uns erstmal geheim gefixt. Ist dann aber nie in den offiziellen Repositories aufgetaucht, weil die Maintainer, die hinterher das wirklich hochladen, nichts tun. Was den Bugfix betrifft, hier noch ein Hinweis. Eigentlich ist der Bugfix, zu dem sich der Autor entschlossen hat, kein richtiger Bugfix. Bei genauer Hinsehen hat sich dann herausgestellt, dass es dagegen eigentlich streng genommen keine Gegenwehr gibt. Denn ich könnte ja auch jedes andere zulässige UFW-Kommando einpflegen. Da der Autor der grafischen Benutzeroberfläche nicht jedes zulässige UFW-Kommando überprüfen konnte oder wollte, blieb ihm als Bugfix letzten Endes schweren Herzens nichts anderes übrig, als eine pauschale Warnung auszugeben. Dass beim Importieren eines fremden Profils, was man erkennen kann, dass die aktuellen Profile immer mit Root-Rechten geschrieben werden, zumindest in der gebugfixten Version, importierte fremde Profile aus dem Internet, aber diese Root-Rechte nicht haben. Und eben dann kommt ein Hinweis, dass das Importieren fremder Profile generell eine blöde Idee ist. Ja, eine dumme Idee. Ne? Weil es keine generelle Gegenwehr gegen eine gefundene Sicherheitslücke gibt, eine manipulierte Profildatei könnte immer irgendein sinnvolles UFW-Kommando enthalten, das aber zum Schaden des Benutzers ist. Und deshalb hat sich der Programmierer, der Herr Costales, schweren Herzens entschlossen, als Bugfix letzten Endes eine Sicherheitswarnung beim Importieren eines fremden Profils erkennbar an nicht gesetzten Root-Rechten auszugeben. Die anderen gefundenen Bugs, es gab noch mehr, zum Beispiel der über die Shell Command Injection
sind natürlich behoben. Außerdem gab es noch einen Bug beim Importieren in andere Sprachen. Da gibt es Profile auf Deutsch und die werden eingedeutscht beim Starten von UFW. Existiert ein englischsprachiges Profil, so wird das deutschsprachige kommentarlos ersetzt, insbesondere deshalb schwerwiegend, weil sowieso ein Übersetzungsfehler bei einem der Standardprofile vorliegt, sodass ein aktives deutsches Profil durch ein vorher inaktives englisches importiertes Profil ersetzt werden konnte. Diese Bugs sind behoben, aber wie gesagt, diese kleine perfide Eingriffe in UFW über die grafische Benutzeroberfläche GUFW konnte der Programmierer mit leichten Mitteln nicht beheben. Deshalb gibt es nur eine Sicherheitswarnung im aktuellen buggefixten GUFW, der grafischen Benutzeroberfläche von UFW. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.